heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schöner, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts trotz alledem, die nimmt man sacht uns wieder ab, samt Kraut und Lot und alle. Ja, hallo zusammen zu diesem neuen Video von mir. Wieder mal Review-Zeit. Ich habe Post bekommen, und zwar aus Großbritannien, neue Liquids zu testen von der Firma Steamworks. Die haben eine neue Liquid-Serie aufgelegt mit 5 verschiedenen Geschmäckern und die werde ich jetzt gleich mal mit euch durchtesten. Ja, deswegen machen wir es ganz kurz. Ich werde sie wie immer testen auf dem Typhoon bei etwa 40 Watt. Heute benutze ich mal als Watte nicht Echo Rabbit oder die DM-Watte, sondern mal wieder Fiber Freaks. Ja, dann, nachdem ich das jetzt soweit zusammengefasst habe, gehen wir mal in die Detailansicht und dann zeige ich euch die Verpackung und ja, welche Liquids da so gibt. In diesem Sinne, bis gleich. Ja, hier sind also die 5 Liquids der ja, scheinbar noch namenlosen Serie. So sind die Verpackungen gestaltet. Man sieht an sich eine recht unauffällige Verpackung. Ja, einfach so ein Rot mit leicht goldenen Akzenten drin. Aber was sozusagen an farblicher Gestaltung fehlt, macht die Haptik ein bisschen weg. Diese Namen hier oben sind ja, hervorgehoben aus dem Papier, während wir hier also die goldenen Flächen so leicht eingedrückt haben, was einen fast vergoldeten Eindruck macht. Ja. Sind sehr schick designt. Ja. Die Zeichnungen hier vorne, die Bilder dazu, finde ich recht ansprechend. Ansonsten haben wir den üblichen TBD-Kram, ja, die Hinweise, dass da Nikotin drin ist. Oh Wunder. Hier nochmal ab 18 und das Warnsymbol von wegen hier Nikotin und sowas. Hier vorne haben wir nochmal die Angabe der Inhaltsstoffe, da ist aber auch nichts Wildes dabei. Die erhältlichen Nikotinstärken 0, 3 und 6 Milligramm. Sowie die Basiszusammensetzung, diese ist in dem Fall 70 VG 30 PG. Ja, und ich habe jetzt hier die 3 Milligramm Variante und als 3x10 ml Päckchen. Ja, ich mache jetzt mal hier die eine Flasche heraus. Ja, die Flasche hat diese Symbolik drauf. Auf dem Aufkleber sind die Schriftzüge nicht erhaben. Ja, aber wir haben hier auch ein tastbares Warnsymbol noch einmal. Ja, ansonsten TPD-konforme Flaschen. Die Flaschen sind ein bisschen hart. Ja, wird also für mich gleich beim Tröpfeln ein bisschen problematisch, auch beim Tankumfüllen, dieses Drücken. Um das aus der Flasche rauszubekommen, ist sicherlich nicht so angenehm, aber gut, es ist sozusagen ein geringer Mehraufwand eigentlich. Ja, dann würde ich sagen, ich mache mal den Dampfer mit dem ersten bereit. Nehme jetzt auch direkt mal das Mood Clash, oder Moods Clash besser gesagt. Und dann schauen wir mal, dass wir das an den Start bekommen. Und dann dampfe ich das sozusagen in eurem Beisein. Aber das wäre es wieder, wenn die Kamera oben in meinem Gesicht ist. Bis gleich. Ja, Verdampfer ist bereit. Aber vorher nochmal die Geruchsprobe. Versprochen wird einem bei Moods Clash Mango und Minze. Ja, Mango rieche ich sehr deutlich, so ein fruchtig, leicht säuerliches Aroma. Die Minze
versteckt sich beim Riechen so ein bisschen dahinter. Ja, mal gucken, wie es so gedampft ist. So bei 40 Watt wie immer. Gedampft steht die Minze deutlich im Vordergrund. Auch tatsächlich wirklich Minze, also so eine leichte kräutrige Schärfe ist mit dabei. Die Mango steht eher ein bisschen zurück, gibt so fruchtige Beinoten. Ist aber mal was anderes als dieses häufigere Erdbeer- mit Minze, Schrägstrich Menthol. Ja, die Mango ist da eine interessante Variante drin. Nicht sehr aufdringlich aromatisiert. Ja. Die Minze ist schon gut vorhanden, aber die Mango halt eher so als Nebengeschmack. Kann ich mir gut vorstellen, dass man das auch länger anhaltend dampfen kann. Ja, nächstes Liquid ist Grime Time. Hier. Grime Time ist das Tabak-Liquid der Serie. In dem Fall aber nicht einfach nur Tabak, sondern Tabak und Sahne zusammen mit etwas Kakao. Mag für den einen oder anderen jetzt sehr abgeflogen klingen, ist aber tatsächlich gar nicht mal so unüblich, Tabak und Kakao zum Beispiel zusammenzuführen. Mit Sahne zusammen habe ich es noch nicht probiert. Mal sehen, wie das so kommt. Erstmal der Geruchstest. Ja, ein würziger Tabak ist zu riechen. Und auch den Kakao rieche ich. Die Sahne erwartungsgemäß nicht, die riecht man selten gut durch. Gerade bei solchen Begleitaromen. Aber das muss fürs Dampfen nichts heißen. Deswegen tun wir das jetzt. Ja. Da kommt noch eine Nachnote. Würziger Tabak mit so einer ja eher etwas so Richtung Leder bis Nelken gehende Note. Die Sahne macht das Ganze etwas weicher. Ja, gibt dem Ganzen so eine Art weichen, leicht luftigen Umhang. Ja, drücken wir es mal so aus. Und hinten raus kommt da so eine leicht herbe Kakaonote, die also sehr, sehr schön zu diesem Tabakgeschmack passt. Das ist ein schönes Finish für den Dampfer. Gut gemacht. Passt sehr schön zusammen. Der Tabak ist halt dominant und die beiden anderen Geschmackssorten geben noch so diesen leichten Pfiff in den Geschmack. So, Nummer 3 ist der Raw Dandy. Ja. Geschmacksbeschreibung: Wassermelone und Litschi. Dann wieder der Geruchstest. Ja, Wassermelone, ganz eindeutig. Das riecht man auch aus weiter Entfernung. Litschi, ja, kann man schwer aus Wassermelone so herausriechen. Ja? Muss ich jetzt beim Dampfen sehen, wie das so herauskommt. Schau mal. Gut raus. Die Wassermelone ist gar nicht so aufdringlich, wie der Geruch es einem im ersten Mal vorgaukeln will.
Sie hält sich eher ein bisschen zurück und tatsächlich kommen so einige Noten von Litschi gerade zu Anfang und so im späteren Mittelfeld raus und das Ganze endet dann sozusagen wieder auf so einer Wassermelonen-Note. Harmoniert sehr gut miteinander. Und dadurch halt, dass diese Litschi immer mal wieder so ein bisschen rauskommt, ändert sich auch so ein bisschen die spezielle Fruchtnote in diesem Dampf. Macht das Ganze sehr angenehm. Ja, doch. Eine interessante Variante eigentlich von Wassermelone zusammen mit der Litschi. Also wer Wassermelone mag, wird sich hier richtig wohlfühlen. Die Wassermelone hat auch nichts Schaliges oder sowas. Ja? Das wird halt alles von dieser süßlichen Litschi-Note gut aufgefangen und halt in eine ganz andere Richtung transportiert. Ja, als nächstes hätte ich hier den Yuppie im Verdampfer. Geschmacksrichtung ist einfach Zitrone, also Lemon. Ja, und die riecht man auch recht gut. Das ist so, wie wenn man so eine Schachtel Zitronenbonbons aufmacht. Die erinnert euch so diese leicht dreieckigen, gelblichen Hustenbonbons von einer Marke, die ich jetzt nicht nenne. Und daran erinnert mich das, ja. Zitronenbonbons. Aber guck, wie der Dampf so ist. Vorneweg zitronig, leicht süß. Dann verschwindet die Süße aber zugunsten von mehr so einer Art Zitronenschalennote. Die jetzt völlig weg ist. Nochmal. Ja, doch, da kommt es immer mal wieder so leicht raus, aber süßlich hat so ein bisschen was von Zitronenbrause, ja, so Brausepulver in der Richtung, aber vor allen Dingen süß. Ja. Es ist nicht sauer oder so, es ist wirklich eine Zitronenbrause, ja, Bonbon, so etwas in der Richtung. Also, ich weiß nicht, warum ich gerade beim zweiten Zug diese Schalennote so extrem geschmeckt habe. Jetzt ist es sehr harmonisch, süß mit so einer Zitronennote dabei und halt so ganz unterschwellig. Halt auch etwas leicht von Zitronenschale. Schmeckt nicht schlecht, ist aber sehr unkomplex und unaufgeregt. So, der letzte soll der Original Root Boy sein. Laut Geschmacksbeschreibung Orange. Wollen wir mal schauen, wie das so riecht. Ja, riecht eindeutig nach Orange. So ein bisschen wie Orange Brausepulver auch. Mal gucken, inwieweit sich das vom Yuppie unterscheidet. Hier kommt dieser Brausecharakter unglaublich kräftig zur Geltung. Ja, es schmeckt richtig wie so eine Orangenbrausenpulver-Zeugs. Orange mit so einer leichten Säuerlichkeit drin und halt diesen Brausepulver-Grundton.
Dazu ein bisschen cooler, glaube ich. Ja, so ein bisschen ja, kühl, gekühlt schmeckt schon der Dampf, aber halt nicht hammermäßig, nur als leichte Beinote, die da ganz wunderbar mit funktioniert. Dampfen. Ja. So, leicht gekühlter Orangenbrausenpulverdampf. Gut, das sind die fünf Geschmacksrichtungen von Steamworks. Link kann ich euch nicht geben, wie immer, aber sagen wir so, ich habe die Seite selber gegoogelt und wenn man da eingibt Steamworks Liquid, Quatsch, ist die Seite da, ist recht übersichtlich die Seite, also ihr werdet da auch recht schnell die Liquids finden. Preistechnisch auch in Ordnung, eine 10ml Flasche liegt umgerechnet so bei 5,50, 5,60 Euro. Und so ein Dreierpack seid ihr im Augenblick bei einer laufenden Rabattaktion gerade bei etwa 13 Euro. Ja, das ist, denke ich, vertretbar der Preis. Käme natürlich noch Versandkosten aus den UK drauf. Ja, wenn ihr Fragen zum Liquid habt, unten ist die Kommentarsektion. Ich antworte gerne auf Kommentare, wie sicherlich meine Zuschauer schon wissen. Und ja, bedanke mich bei Steamworks für die Liquids, die sie mir hier zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank nochmal dafür. Auch Dank besonders an Brian für den netten Kontakt. Und danke euch für die Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, man sieht sich. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem, in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem, geschüttelt uns ein Gaskerwind, weiter nichts trotz alledem.